Was geht ab? Hilfst du dich erinnern? Was geht ab? Viel Wasser und Brot. Was geht ab? Komm, wir feiern das Leben. Was geht ab? Komm, wir feiern den Tod. Ist jetzt fast ein Jahr her, dass wir die Session in Röhrsdorf gemacht haben. Alles schön aufgenommen in mehreren Takes mit Publikum. Genau, es ist wahnsinnig viel Material, viele Daten, viele Instrumente. Die ganzen Spuren, die ich jetzt hier bei mir in den Rechner anliegen habe. Meine Aufgabe ist eigentlich, die Sachen zusammenzumischen, sodass es gut klingt. Zu entscheiden, wann ist wer lauter, wann ist wer leiser. Ist der Gesang gut zu hören? Drückt die Rhythmusgruppe ordentlich? Das muss man alles irgendwie miteinander zusammenschieben. Und dann irgendwann entscheiden. Und hoffentlich finden es die Mitmusiker dann auch. Dass es so gut klingt und man es anbieten kann. Rein technisch die ganze Session, die wir in Röhrsdorf gemacht haben. Ja, Schlagzeugaufnahmen, Bass, Gitarren, die Bläser, die Mädels, den Hauptgesang, das Publikum, den Applaus. Schon ganz viel Zeugs, was man da irgendwie organisieren muss. Sieht aus wie ein großes Puzzle. Was es im Endeffekt auch ist, was man irgendwie zusammenbasteln muss, damit das Ganze dann ein Bild ergibt. In dem Fall kein wirkliches Bild, sondern eher ein Klangbild, ein Klangerlebnis. Das sind insgesamt 18, 19 Songs. Muss man gucken, dass man auch so einen roten Faden da reinbekommt. Genau. Und damit beschäftige ich mich jetzt schon eine ganze Weile. Und es sind aber jetzt in den letzten Zügen, sodass wir hoffentlich fristgerecht alles abgeben können, dass die Platte dann auch rechtzeitig fertig wird und dann auch alles schön klingt. Viel zu weit, meine Blicke sind viel zu weit, viel zu weit fort. Genau. Und das gibt's dann hoffentlich in einer besseren Klangqualität. Und würde mich freuen, wenn ihr alle vielleicht noch mal auf die Start Next Kampagne geht. Vielleicht findet ihr ein Geschenk, was euch gefällt. Irgendeinen Preis, irgendeine Art und Weise, wie ihr uns unterstützen könnt. Weil es ist schon ein ganz schönes Mammutprojekt und ohne Hilfe kriegen wir das nicht gestemmt. Bis bald!